Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Mein Name ist J6 und ich bin hier an einem besonderen Ort. Ich würde den Ort Underground von Steglitz nennen. Ja, bevor wir hier mit dem Video beginnen, habt ihr ja schon so ein bisschen gesehen, worum es hier geht. Auch laut der Überschrift. Ein paar Mal im Monat komme ich auch hierher und versuche so ein bisschen zu fantasieren. So ein bisschen mich zu sammeln, rumzugehen, spazieren, frische Luft zu atmen und ja, schaut euch um. Gleich bekommt ihr mit, worum es hier geht. Ja, es ist eine Villengegend hier in Steglitz. Es ist ein One-Take. Und bevor es hier weitergeht, Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, die Leute, die es immer noch nicht gemacht haben. Heute zeige ich euch die teuerste Gegend in Steglitz. Richtung Villenhäuser. Und hast du nicht gesehen. Und daraufhin würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und Intro. So, wir sind zurück nach dem Intro und heute zeige ich euch so ein paar Objekte. Hier gehe ich halt immer spazieren, fantasiere so ein bisschen herum. Mir gefällt das hier. Sollte irgendwann mal was sein, ja, sollte ich irgendwann mal sehr viel Geld verdienen. Selbst wenn ich nur halbwegs viel Geld verdiene, habe ich mir schon ein Objekt sozusagen gesucht. Und das würde ich mir auch ganz gerne mal, ganz gerne mal in Zukunft auch mal nehmen. Ist eine Musikschule heute, aber ich zeige euch mal ein paar andere Objekte hier. Schaut euch mal an, was für Villen und was für Häuser hier sind. Underground, wie gesagt, ich will die Straße hier nicht nennen. Ich will nicht sagen, wo wir hier gerade sind. Aber hier gibt es halt wirklich krasse Objekte so. Und ja, hier gehen wir halt so ein bisschen spazieren. Und ich zeige euch ein paar Häuser. Klar ist die Gegend sehr, sehr groß, räumisch. Also hier gibt es sehr, sehr viele. Also einige Hektar groß ist das hier alles. Und du kannst jetzt nicht alle Objekte zeigen. Wunderschön hier das Haus zum Beispiel. Superschön, meiner Meinung nach. Und das würde natürlich den Rahmen des Videos sprengen. Aber wir sind jetzt nun mal hier. Und hier gehe ich spazieren. Hier verbringt J6 seine Freizeit, wenn ich wirklich, wirklich Ruhe habe und frei habe. Und gar nichts mache an einem Sonntag zum Beispiel, komme ich hierher. Allerdings 1 bis 2 Mal im Monat nur. Wenn es manchmal hochkommt, 1 Mal im Monat, wenn ich Zeit habe. Spazieren dann immer sehr, sehr wichtig am Morgen früh. Morgens früh, wenn die Sonne kurz aufgeht, so Richtung 7, 8. Dann ist es sehr, sehr entspannt hier auch. Jetzt auch am Abend, aber ja. Ihr seht, mehr Objekte werden gebaut. Da nochmal Bauarbeiten. Aber schaut euch mal hier bitte die Häuser an. Ja, also, das ist komplett mein Ding. Ja. Wie gesagt, sollte ich irgendwann mal Geld besitzen, selbst wenn ich nur ein bisschen was habe, werde ich mir da auf Pump ein Haus nehmen und dann mein Leben lang den Rest abbezahlen. Vielleicht. Vielleicht klappt es ja auch so, dass ich mir so ein kleines Häuschen für 2-3 Mill hole. Also, wenn ich in Berlin wohnen würde oder ein Haus haben wollen würde, wäre das auf jeden Fall in Steglitz, in dieser Gegend hier. Ja, Grunewald auch geil, aber ja, ist halt Grunewald, ne? Ich glaube, da kommst du nicht mit 2-3 Dinger weiter. Da brauchst du einige Millionen mehr. So, ich hoffe, man sieht die Straße nicht, darauf habe ich gar keinen Bock. So, wir gehen jetzt mal runter. Welches Objekt mir es persönlich angetan hat, kann ich euch mal zeigen. Und hier gibt es auch nochmal ganz normale Wohnungen im kleinen Häuschenstil, wie ihr seht. Guckt euch das an. Das sind auch so Familienwohnungen, bloß in einem Haus, kleinem Hausstil. Ja, also dass man auch in sowas wohnen kann. Aber ist ja dann auch irgendwie Mietwohnung. Obwohl, das sind alles Eigentumswohnungen hier. Ja, hier wird nichts vermietet fast. Soweit ich weiß. Ja, also hier komme ich zum Entspannen, hier komme ich um zu visualisieren. Wenn ich weiß, was das Wort visualisieren heißt, der googelt das einfach mal. Ich stelle mir Sachen vor, stelle mir vor, das könnte meins sein. Warum nicht? Träumen darf man ja. Schaut euch mal hier die Traumobjekte an. So ein kleines Bungalow. Heftig, Bruder. Allein das würde schon reichen mit einem Garten, sowas. So. Super schöne Gegend. Jetzt zeige ich euch aber, was es mir angetan hat. Es ist heute eine Villa, aber es ist heute eine Musikschule.
Und wenn ich hier was kaufen würde, kaufen wollen würde, dann wäre das auf jeden Fall hier. Ja, und übrigens ist auch die S-Bahn nicht so weit weg hier. Welche S-Bahn-Station das ist, sage ich euch nicht. Ja. Und dann haben wir hier nochmal so einen angenehmen kleinen Park nebenan. Ja, ich komme sehr gerne her. 1 bis 2 Mal im Monat bin ich hier. Sehr gerne. Ob im Sommer oder im Winter, ich komme gerne her. Schaut euch an, wie hübsch das ist. Steglitz, Digga. Steglitz hat seinen eigenen Wald. Und das Objekt, was ich gesehen habe zum Beispiel, wie gesagt, ist eine Musikschule. Also wenn ein Haus, dann auf jeden Fall so ein Haus, so eine Villa. Ja. Und, aber ich glaube, das ist auch stattlich, das wird schwer sein, diese Musikschule zu kaufen. Und zwar stehen wir gerade vor dem Objekt vorne, vor der Villa. Achtung! So sieht das Ding aus. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Musikschule. Ich glaube, eine Mama macht gerade ein Kind an, weil sie über die Straße gefahren ist. Mit seinem kleinen Laufrad. Und schaut euch bitte das Objekt an, Freunde. Mit See, da ist noch ein kleiner See am Rande, das sehen wir gleich. Das ist das Objekt. Eine richtig tolle, hübsche, weiße Villa. Das ist eine heutige Musikschule. Seht ihr hier. Wunderschön mit einem eigenen Garten. Keine Ahnung, wie viel Zimmer es hat. Aber ihr hört die Musik? Es ist eine Musikschule. Es ist eine Musikschule. Und ich fühle mich, wenn ich hier vorbeilaufe, fühle ich mich immer wie so ein Fürst. Ich fühle mich immer sehr fürstlich. Obwohl ich ein scheiß Kanake bin, der geflüchtet ist vom Bürgerkrieg. Aber es hat ja damit nichts zu tun. Schaut euch mal bitte an. Balkon, Treppen, der Teich dahinter, zeige ich euch gleich. So sieht diese wunderschöne Villa aus. Ja, das hat mindestens 1, 2, 3, 4. Das hat mindestens 15 Zimmer. Mit einem Riesensaal. Und mit einer Terrasse. Ja, mit einem Garten, Wiese, Fahrradständer zum Abschließen. Und ein paar andere Dinge. Wahrscheinlich auch ein Abstellkeller. Und ich zeige euch mal ganz kurz den Teich dazu. Ja. Das, wenn ich, wirklich, wenn ich Kohle hätte, würde ich auf jeden Fall sowas hier kaufen. Hier nochmal kurz zu sehen. Das ist auf jeden Fall Beverly Hills Level. Ja, also so sieht die Villa hier aus. Mit dem Teich. Du wirst morgens wach im Schlafzimmer. Und dann siehst du das Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Teich hier künstlich gemacht worden ist, irgendwann mal. Aber ihr seht auch drumherum ein paar Häuser, die auch wirklich sehr, sehr schön sind. Ich wollte euch die Gegend schon mal oft zeigen, aber ich habe es einfach nie geschafft gehabt. Ja? Ich wollte das immer geheim halten, wollte ich eigentlich nie zeigen. Guckt euch das an. Wunderschön. Freunde, wenn ich ein Haus kaufe, dann auf jeden Fall diese Villa, diese Musikschule. 100%. Ja, und es ist mir auch egal, ob es eine Musikschule ist und die Leute da raus müssen. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Selbst dieses Objekt wäre nicht verkehrt. Aber die Villa, die ist viel schöner. Mittlerweile hier ist alles zugewachsen, ich kann euch den Teich nicht zeigen. Aber ich glaube, einige von euch haben es ein bisschen mitbekommen. Da ist auch noch schön Wasser drüber. Und ja, super geil auf jeden Fall. Das Ambiente im Sommer ist hier richtig Highlife. Ihr seht es, eine teure Gegend, Luxuskarossen überall. Das ist hier keine irgendeine Gegend hier, ja, in Neukölln oder sowas. Das ist hier schon Creme de la Creme hier. Das ist schon so. Ich finde sogar die Gegend hier schöner als Kleinmachnow, wo Bushido sein altes Haus hatte mit seinem Partner. Viel, viel schöner hier. Viel krasser, auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ist das hier viel, viel angenehmer. Und du bist hier mitten in der Stadt. Also du kommst hier auch sehr schnell weg. Du hast eine S-Bahn hier in der Nähe. Du hast Rathaus Steglitz. Das geht auch schnell. Du kommst gleich nach... Also von hier aus kommst du bis zum Zoo in 15 Minuten. Maximal 20 Minuten brauchst du. Mit dem Auto bist du von hier aus am Zoo in 10 Minuten. 15 Minuten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind das 25, 30 Minuten. Das geht eigentlich super schnell.
Das ist gar nicht so weit weg hier. Und ja, die Lage hat mir auf jeden Fall angetan. Schaut euch mal um. Das ist es. Das ist es, wo ich wohnen wollen würde. Mit dem nötigen Kleingeld würde ich das auf jeden Fall so machen. Ist immer angenehm hier. Hier gibt es auch sehr viele Füchse, sehr viele Wildschweine, die hier rumrennen. Muss man abends mal ab und zu mal im Winter aufpassen, dass man keinen begegnet. Sonst musst du rennen. Aber Füchse sind eigentlich immer sehr, sehr friedlich. Ja, diese Gegend wollte ich euch mal zeigen. Hier kommen wir nochmal weiter. Hier geht es weiter mit dem Teich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jetzt real ist oder ob der Teich künstlich ausgehoben wurde und mit Wasser versetzt worden ist. Aber ich glaube eher, dass das Künstliche ist. Dass dieser Teich künstlich ist. Kann ich euch mal kurz nochmal die Gegend hier zeigen, wenn wir schon unterwegs sind. Ja? Also, das ist eine Gegend hier zum Wohnen. Ja, eine sehr schöne Gegend. Wenn du das, wie gesagt, wenn ihr das nötige Kleingeld habt, dann könnte ich euch das hier empfehlen. Weiter hinaus, Richtung hier, Zivilisation, Stadt, normales Leben, gibt es halt diese ganz normalen Wohnungen, die aber auch nicht nur zu mieten sind. Das sind auch zum Teil nur Eigentumswohnungen, weil sie wollen nicht irgendwelche Mieter haben. Die wollen nicht irgendwelche Leute haben, die hier mieten, wollen sie nicht haben. Die wollen alles familiär und alles ruhig halten hier. Die wollen hier auch aus Ausländer. Es ist schwierig hier reinzukommen. Du brauchst Kohle. Selbst wenn du Deutscher bist, brauchst du Kohle. Wenn du also irgendwo aus Marzahn herkommst und willst hier leben, kommst du nicht rein. Kommst nicht rein. Auch als Deutscher kommst du nicht rein. Auch als Bio-Deutscher kommst du nicht hier rein. Ja, ich zeig euch auch warum. Schaut euch das an. Wunderschön. Das mit dem Wasser vor allem. Ja. Alles zugewachsen. Man sieht nicht so viel. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Auf jeden Fall. Gefällt mir auf jeden Fall immer wieder. Aufs Neue. Ja, hey. Es gab ein Problem mit der App, sagt Siri. Ja, das war so ein kleiner Rundgang. Ich kann euch ruhig drum mal hier über so ein bisschen Park führen. Gefällt mir auch auf jeden Fall, wenn man so in den, nicht Park, aber so ein bisschen waldstückmäßig hier reingeht. Weil ich bin typisch mal Ruhe, wenn ich dann unterwegs bin. Ne? Und ja, schaut euch das mal an. Natur pur, Freunde. Es ist echt sehr schön hier, ne? Führe ich euch ganz kurz mal so durch den Wald sozusagen in Steglitz. Steglitz hat echt sehr viel Natur. Und das ist nicht nur der Stadtpark in Steglitz. Schaut euch das an. Meiner Meinung nach wunderschön. Wow. Hier komme ich also her und entspanne manchmal sehr, sehr gut. Ja. Da geht es auch weiter. Hier gibt es verschiedene Gänge. Hier gibt es Gartenkolonien, hier gibt es solche Orte. Dann gibt es hier ein Aldi in der Nähe oder Lidl war das. Wunderschöne Gegend, ey. Auf jeden Fall. Hier kommst du wieder auf die Erde. Hier komme ich mich zum Erden her. Hier erde ich. Hier komme ich auf den Boden. Fuck auf den ganzen Stoß. YouTube, TikTok, das ist alles Stoß. Hier komme ich her, um Mensch zu werden. Puh. Schaut euch das an. Schöner als irgendwo in Köpenick. Oder irgendwo am See. In Wannsee, Alter. Schaut euch das an. Grillen und chillen ist natürlich strikt untersagt hier. Wir kommen sofort und packen dich ein. Und ja, schaut mal, wie schön. Heftiger Ort. Da kommt zwei Enten auf mich angefahren. Das ist hier eine Wohnsiedlung, Freunde. Morgens, wenn du wach wirst. Boah, ihr habt die Villa gesehen, oben auf der Terrasse. Wirst du wach, machst die Türen weit auf, brauchst dir eine Shisha. Quatsch, Spaß beiseite. Nee, so weißt du, du stehst auf, Blick zum Wasser. Ja, Mann. Vielleicht bin ich auch schon alt geworden, Alter. Nee, aber wunderschön so. Und hier, kennt ihr so Orte, wo man sagt, man kommt so gerne her?
egal wie weit das weg ist, ist ziemlich weit weg auf jeden Fall, woher ich komme. Aber man kommt gerne her so, du chillst. Das ist nicht irgendein Park oder irgendein Waldstück. Das ist so wirklich so, das hat so eine Anziehung hier, wie wenn ich in Kalifornien war, in Beverly Hills. Wenn du nach Beverly Hills gehst, gerne, weil du da die Power merkst und diese Freiheit riecht und da nur wohlhabende Leute sind. So ist das hier auch. Genau so ist das hier. Es zieht einen so sozusagen zurück so. Immer hierher so. Und ja, das ist so das Heftige an dem Ort so. Ja, krasser Ort. Gehen wir ganz kurz hier raus, direkt am Lidl. Und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Da kommt jetzt bis jetzt in Deutschland, meiner Meinung nach, kommt hier nichts ran. Da kommt nichts ran. In Berlin würde ich jetzt behaupten. Deutschland weiß ich, vielleicht gibt es noch krassere Orte in Deutschland, die so sind. Aber in Berlin kommt da nichts ran. In Grunewald war ich, in Lichtenberg, Zehlendorf, Teltow dahinter, gibt es auch krasse Objekte. Aber das hier, da kommt auf jeden Fall nichts ran. Also mitten in der Stadt, wo man auch schnell raus kann und überall schnell irgendwie Verbindungen hat, so zur Mitte, ist dieser Ort hier unschlagbar. Auf jeden Fall. Ja, vor allem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Du brauchst kein Auto hier. Ja, vorne ein fetter, großer Lidl, der aus dem Nichts sozusagen hier steht. Ja, ich bin draußen. Das war's vorne. Was soll ich dazu sagen? Das ist ein geheimer Ort für mich. In Steglitz, ja. Und ja, ab und zu komme ich her. Jetzt wieder eine lange Zeit her. Jetzt war ich wieder da, seit langem. Schon 2 Monate her. Aber ist ja okay so. Frische Luft, geiles Ambiente, teure, sehr teure Häuser, sehr, sehr ruhige, konservative Leute, die hier leben. Du kannst also keine Party schmeißen wahrscheinlich. Nur vielleicht, wenn du jeden warnst. Aber hier ist halt wirklich so, die Polizei fährt hier auch manchmal Runden. Habe ich öfters mal gesehen, wo ich da mal hier war. Die fahren hier Patrouille, die patrouillieren hier. Wenn du hier irgendwas machst, zack, sind die da. Das geht richtig schnell hier. Und mich haben die auch schon mal hier angehalten und gefragt, was ich hier tue. Ich meine, ich will nur kurz den Ort angucken. Die haben schon gedacht, ja, du willst hier einbrechen, Kanake, Alter. Nee, danke fürs Zugucken. Das war's mit dem Video vorne. Danke, dass ihr mit auf meiner Reise wart. Das ist für mich was Persönliches. Wieder etwas aus dem privaten Leben. Mein Name ist J6, All in the Mix. Danke fürs Zugucken. Das war's. Wunderschöner Ort. Unbeschreiblich. Man muss hier selber gewesen sein, damit man checkt, was das hier überhaupt ist. Ja. Steglitz hat schon seinen eigenen Beverly Hills Vibe. Wirklich, wirklich. Grunewald, ja, das ist es. Steglitz. Steglitz ist auf jeden Fall das Beverly Hills von Berlin. Auf jeden Fall. Für mich. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, die es immer noch nicht gemacht haben. Und bis zum nächsten Mal. Grüße aus Berlin-Steglitz. Jetzt bin ich draußen.